Ja, hallo, hier ist der Quert und ich grüße euch zu einem neuen Video. Und hier möchte ich mal ganz kurz meine Eindrücke schildern vom gestrigen Abend. Gestern Abend war nämlich in München ein Xbox-Event. Ein vergleichsweise kleines, muss ich sagen. Also, schätze ich mal. Keine Ahnung, ich fand es ganz schnucklig und lustig. Und dort war ich tatsächlich mal dabei und haben mir gedacht, ja, warum nicht? Und bin dort hingegangen mit einem Kumpel von mir. Und ja. Dann sind wir da erstmal gestanden, dann irgendwann reingekommen. Und dann war da diese grüne Halle, natürlich auch mit grünen Drinks. Und auch der Master Chief durfte nicht fehlen. Natürlich hatten sie auch noch ein paar Xboxen aufgebaut, wo man dann FIFA spielen konnte, Tomb Raider und Forza und natürlich Halo 5 Guardians, das natürlich dann ja heute released worden ist. Und es war auf jeden Fall ganz cool. Auch hatten sie noch so ein kleines Turnier mit Halo 5 und FIFA, wobei Turnier hier zu sagen schon recht, ja, gewagt ist. Also es war eher mehr ein Alibi, weil, also keine Ahnung, das war eigentlich ziemlich drunter und drüber und ich habe ehrlich gesagt nicht gecheckt, mit welcher Art von Ranking-System oder mit System überhaupt im Generellen sie dieses Turnier in Anführungsstrichen gemacht haben. Aber hey, was ich auch schade fand, ist, dass es nicht irgendwie, es gab ja in UK oder so von den Events und so ähnlichen Stream und ähnliches. Und ich hätte es cool gefunden, wenn der auch hier so gesagt gewesen wäre. Aber ich meine, es war ja mehr so ein Xbox-Event und kein Halo 5-Event speziell. Auch wenn Halo 5 wohl mit den größten Fokus hier hatte, einfach weil es das größte Game war. Auf der, gut, okay, FIFA theoretisch noch, aber naja. Die meisten FIFA-Spieler sind nicht so krass auf FIFA immer gebannt, dass sie ja zu solchen Events gehen würden, weil sie nicht so die, also keine Ahnung, die meisten, die ich kenne, sind nicht so die Mega-Zocker, die jetzt FIFA spielen, sondern eher so, ja, wenn ich was spiele, dann spiele ich FIFA, aber ich spiele jetzt generell nicht so viel, Leute. Ja. Genau. Ansonsten war es auf jeden Fall sehr cool. Es gab ziemlich viel zu essen, kostenlos. Und zwar echt cooles Zeug an sich. Es gab Burger, es gab so komischen Reis mit, keine Ahnung, und ich glaube Hühnchen war noch mit dabei und so, und irgendeine leckere Soße. Dann gab es noch Pizzen, die auch verteilt wurden, und so einen coolen glasierten grünen Marzipanapfel, und es gab Bier und irgendwelche grünen Getränke, falls ich das nicht schon gesagt habe, und sonstige alkoholische Getränke, und das war auf jeden Fall sehr lustig. Es war jetzt nicht die Mega-Party, super cool, Bestes, was ich je erlebt habe, aber ganz okay. Es hat halt so ein bisschen was zum Teil gefehlt, also man hatte relativ wenig zu tun, in Anführungsstrichen, wenn man nicht gerade angestanden ist an einem der Xboxen, um halt eventuell eins der dort ausgestellten Spiele zu spielen. Ja. Und ansonsten haben sie halt oft relativ nur dumm rumgestanden, hat irgendwas getrunken oder gegessen und deswegen, naja, am Ende wurde die Musik dann auch relativ laut, also, oh mein Gott, konnte sich kaum noch unterhalten, gefühlt. Heute Morgen war meine Stimme ziemlich kaputt vom ganzen Schreien. Aber naja. Und ansonsten gab es natürlich, wie auch gesagt, noch jemanden, der als Master Chief verkleidet war. Und scheinbar hat der Master Chief einen Bart. Naja, egal. Auf jeden Fall war dann auch noch eine Lara Croft unterwegs und auch noch eine Lara Croft Statue. Und man konnte sich auch noch ein T-Shirt abgreifen, wo man dann selbst irgendwas draufschreiben konnte, was man wollte. Genau, dann komme ich vielleicht auch gleich noch zu anders. Wenn man unter den ersten 150 war, hat man noch so eine kleine Goodie Bag erhalten. Die war jetzt wirklich recht klein und es war nicht so viel Nennenswertes drin, nämlich nur eine Sache, nämlich so eine von McFarlane Toys, so eine Figürchen eher, Actionfigur, glaube ich, trifft es am besten.
die ist eigentlich so ganz lustig und okay. Auch wenn ich immer ein bisschen Angst habe, sie kaputt zu machen, wenn ich die Einzelteile bewege. Aber keine Ahnung, ist jetzt wohl so mein kleiner Ersatz für die nicht vorhandene Legendary Edition von Halo 5. Habe ich zumindest eine kleine Spartan-Figur. Ja. Naja. Und eben, wie gesagt, noch das T-Shirt, das man dort holen konnte. Ich habe es jetzt hier mit Sig Enterprises Tag gemacht. Keine Ahnung. Genau, und all das natürlich noch in dem Xbox-Säckchen, das man am Anfang gesehen hat. Ja, ich glaube, damit hätte ich auch schon alles gesagt. Und ja, war ganz lustig.